Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem letzten Part, wahrscheinlich, und zwar Part 9 von Darkest of Days. Ich muss erstmal wieder die Einstellung auf perfekt machen, dass ich was sehen kann. Und ja, wir sind im Besprechungsraum. Jetzt rede wieder Mutter. Und ich will ja nicht reinmachen. What happened to you? Dexter made it back and said you would be right behind. And then nothing. But here you are with Matvey Petrovich, both in prisoners' uniforms. You must have a wild and incredible tale, and I would like to hear it. But we are at a very crucial point. We have located the father of time, Dr. Cole. I am sending you to Pompeii, 79 AD. You gotta be shitting me. Not at all, Agent Dexter. You, Agent Morris, and a detachment of our newly recruited Chronotech agents will be portaled in. It is a time of great chaos. Chances for introducing historical error are nil, and you will have an open engagement protocol with modern weaponry. So what's the story? Why is Cole there anyway? Our intelligence is not clear. We do know that a large amount of incoming time signatures bear the mark of those we call the opposition. I will send reinforcements as they are available. Well, I sure appreciate that. No matter what bad events history may hold, it teaches us who we are. History has to remain intact. Good luck and Godspeed. Okay. Wir aktivieren das mal und spielen die letzte Mission. Well, she pretty much summed it up. We'll drop in outside of the city, make our way in this gate. A lot of the weird time signatures are coming from around here, so we'll check that out first, unless another pass suggests itself. Now, her line about open engagement protocol means you shoot first, and you don't even bother asking any questions. This whole place is going to be under a million tons of rock and ash, so nobody's going to live anyway. Do whatever you need to do. Bring back this Cole fella. Okay, wir müssen Dr. Cole zurückbringen. Und los geht's von der Mann Vesuv in Pompeji im Jahre 79 nach Christus. Chronotech-Wissenschaftler, okay. My fellow Time Stealer, we meet again. I will not mince any more words. We are at a crisis point. Both organizations are seeking Dr. Cole with equal willingness to use violence. Mother's forces, including you, and our forces are marching headlong into a terrible confrontation at Pompeii. I have some advice for you. Stay out of harm's way and keep yourself safe. Mother's forces will not prevail in this fight. We are too well established. But I see a bright future for you with us. You've proven your worth, and we are always looking for talented agents. You see, we're the same. Chronotech. The opposition, it's the same organization. Alter. Only we're from the future. Mother has trouble accepting this, but it's true. We're playing for the same team. I tell you again, we will find Cole and eliminate anyone standing in our path. Keep yourself alive and we will find you later. But if you try to be Mother's hero, you will be struck down and buried under ash in the streets of Pompeii. It's time for you to complete your journey, Morris. Good luck. And if you happen to find Dr. Cole first, you'd better pray he's come to his senses and is willing to make a change to history. Krasse Story. Okay. Also, diese Agenten. Pompeii, 24. August 79. Diese Agenten sind tatsächlich Chronotech der Zukunft. Also es ist eine Zukunftsorganisation. Und eigentlich sind wir alle freundlich, aber... Oder lügt er? Ich glaube den irgendwie. Ich weiß, ich kann den einfach... Ich glaube den einfach. Also ist die Mutter wirklich die Böse? Und da sehen wir die Menschen, wie sie geflohen sind. Hier in Pompeji gab es ja einen Vulkanausbruch. Da sind sehr viele wegen der heißen Asche erstickt, zum Teil begraben worden. Und hier ein Friedhof. Leider kann ich kein Latein.
Alle fliehen hier aus der Stadt. Aus Furcht von den Göttern. Hier, das sind die Römer. Ja, schon cool, ne? Dass man hier auch Römer sieht. Und ich geh mal aus dem Weg. Wir sind ein Mann aus der Zukunft. Und wir sind falsch. Super und keine Ausdauer mehr. Muss mal öfters joggen, der Fettsack, Alter. Alle mit Sandalen, Flipflops. Surferparadies. Und da hinten die Organisation. Unsere Chronotech-Organisation. Here he is. Morris, Bob. Bob, Morris. Alexander Morris. A pleasure to meet you, sir. Bob's our tech guru, and you two are gonna hijack the opposition's data stream. They've had a head start looking for coal, but that gives us an opportunity. We're gonna keep the opposition in the inner city busy with tactical interference while you two sneak into their HQ in the amphitheater. Find a portable terminal, tap into their data net, and we'll know where they're going and what they're doing. Morris, your security detail for this op. Keep Bob safe while he does his thing. That's the plan. I've updated the battle map, sir. If you're stocked up on weapons and ordnance, I'm ready to do this. Okay, wir haben jetzt eine Schrotflinte und eine AR-55. Sehr geil. Los geht's. Wir gehen erstmal rechts. Da kann man nicht durch. Oh, da haben wir aus Versehen einen abgeschossen. Schnell nachladen. Und der ist jetzt weg. Sauber. Da haben wir das erste gesäubert schon. Der junge Mann soll nicht sterben. Was schießt? Ah, da ist der. Hier, Krieg in der Vergangenheit. Steche ausschalten. Und jetzt, das haben wir jetzt auch noch. Keine Chance für den. Super, ey. Das ist sehr gut, dass wir darauf geskillt haben. Das macht sich sehr gut bezahlt. Jetzt da hinten. Und da hinten werden wir auch noch abgeschossen. Von was? Ich weiß nicht warum. Hier gehen wir mir aus dem Weg. Ich will euch nur helfen. Ja, ihr Romanius. Das sind die Römer, die versuchen mit ihren Oldschool-Waffen uns auch noch zu töten, uns beide aufzuhalten. Weil die denken, wir wären Unruhestifter oder Dämonen, was auch immer. Und da fliehen sie alle aus Angst. Boah, Alter. Mach die Scheiße aus! Fuck! Wie viele? Und was für Lecks? Ah, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Okay. Richtige Sci-Fi-Schlacht hier. Aber hier gibt es jetzt keine mehr von der Zukunftsorganisation Chronotex.
Okay, da bist du jetzt hoch. Alter. Ist gefährlich. Wir können hier nicht angreifen. Jetzt. Das ist jetzt sauber. Was wollen die Römer denn hier, hä? Die Frau. Lieber sterben sie dadurch. Als Ele zu ersticken. Okay. Ja, wer hier in der Stadt ist, der ist sowieso tot, Alter. Ich muss einfach reinrushen. Gut. Sauber. Oh Mann, das ist der Bob. Ah, das ist so schlecht nachgeladen. Durch die Beine. Okay, wir machen lieber hier das hier erstmal sauber. Das ist hier erstmal so eine E-Station, der Mann hier. Hier drin erstickst du, alte Frau. Okay, 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 okay. Oh ja, Schlapperlatz, Schlapperlatz. Sehr schön, alles gesäubert in der Position. Das haben wir auch gesäubert. Die wollten uns hier einkesseln. Die wollten sie wieder einsperren. Was für ein Wichser, ey! Oh, Alter. Richtig hardcore, ey. Hardcore, wie wir hier reinballern. Boah, dieser Wichser, der soll mal bepissen. Und meine Kameraden kommen da aus dem Haus nicht mehr raus. Die finden es hier toll. Scheiße! Ja, ja, der wollte mich gerade loben, ich bin tot. Toll. Boom! Okay, jetzt müssen wir auf der anderen Seite gehen und diesen anderen Portal hier zu machen. Da war einer. Richtige Gefecht hier. Sauber. Boah, überall hat er so einen Kugel abbekommen. Nicht so schön. Sollen wir jetzt die übrigen Agenten töten? Okay. Jetzt mal diese armen Menschen
von ihrem Elend befreien. Oh fuck, mach das Scheiß aus. Jetzt springen wir ganz schnell auf der anderen Seite. Das war nicht so gut. Aber wir haben genug Shotgun-Munition. Das ist ja Hammer. 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 Ach, sie sind die Römer. Dass sie noch schießen kann, wenn man hier in den Kopf reinschießt. Auch schon interessant, ne? Jetzt sprinten wir wie die Spartaner in 300. Fuck that. Ich bin fast tot. Ja, perfekter Winkel. Das hier machen. Und das haben wir perfekt gemeistert hier. Alles sauber. Ah, da. Jetzt wird das hier mal schön gesprengt. Und ab geht's. Oh, whoa, whoa. Hold on, Morris. Hold your fire. Look down there. That cannot be good. I bet they've located coal. I need you to activate the nearby generators. I'll reroute their power output into the teleport system. Clear the area by any means! Okay, da kann ich nichts ändern. Ich bin tot. Okay, interessant. Ich dachte, da unten kann ich den Schalter betätigen, dann... Ich bin ja komplett falsch! Rein, 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 rein! Ja, hallo? Ich will dahin. Okay, jetzt mische ich erstmal den ein hier. Den mache ich richtig episch fertig. So, mit dem Jump. Bitch ass, nigga. Fuck, 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 fuck. Da muss ich jetzt hin. Wie komme ich da hin, meine Freunde? Sag das mir ja bitte. Das ist doch ein scheiß Scherz. Wie viele von denen es da ist. Boah, die haben ja... Okay, die... machen sich bereit. Da wird die Scheiße jetzt auch mal gesäubert. Jetzt müssen wir da hoch. Okay, erstmal warten. Ruhig, ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Ganz schnell erledigt. Super. Deal. I stopped their data wipe before it got underway. And I was right. They've located Dr. Cole. What the... Oh, shit. Terminator. Take cover! A heavy! Alter! Das ist ein richtiger Terminator. Ich bin der Terminator. Was ist der Terminator?
Die Leichte dahin quält, Alter. Ja, fick dich. Du kannst mal sterben. Ihr seid mir für mich einfach kleine Beute, kleine Fischis. Bam, weg mit dir. Wie viele Wichser aushält? Ich bin direkt hinter denen. Und ich bemerk's nicht. Boah, was ne List. Was ne Wichslist, Alter. Ach klar. Da bist du sich noch. Um cool zu wirken. Jawohl! Den ersten nehmen wir jetzt ein. Was willst du tun? Lach die Kacke nach und schieß gleich. Jawohl. Das ist sehr schön. Jawohl, alles sauber. With those generators you activated, I've routed our teleport destination through the opposition's own time stream. That'll give us a jump on them. Now let's get the hell out of here before another one of those guys shows up. Nehmen wir das hier nicht, ich will das hier eher. Ist besser. Das ist viel geiler. Schnell. Und das war's. Wir haben schon die erste Mission von dem Ende. Jetzt kommt die zweite Mission und auch die letzte. Mal die hier wegmachen. Mit der Schrotflinte zappelst du rum wie so ein Aal, Alter. Okay, komm, wir sprinten jetzt mal schnell. Da hinten ist ja Dr. Cole. Oder ein Verrückter, der einfach Vokal malt. Ja, das ist Dr. Cole. Komm hier! We've come for you, Dr. Cole. We're in a crisis and we're on the clock. You need to what? Please come with us. Isn't that the usual? It matters not. I will go peaceably. However, there is the matter of my painting. It demands conclusion. Look, Doc, we don't have any time to waste. Yes, yes, I'm sure, I'm sure. Running around and around and around and you have no idea. I'm sorry, Dr. Cole, but what the hell are you talking? And there. Okay. Artistic urges and all that, you know? But seeing you massive warriors in full battle gear does remind me... Remind you of what? I can't believe I haven't taken a moment to see the arena. You'll join me, won't you? Son of a... This is not the way I expected it. All right, Morris. Yeah! Inside the arena. Cole's in there, too. Let's mop up the last of the opposition and get Cole out of here. Warum ist es nicht einfacher, diesen Spastiker zu töten, Alter? Morris, you see what those opposition fucks did? This is why we can't have nice things. I'm tired of take this and incinerate anything in your way. Das ist so ein geiler Dexter. Dexter ist so geil, ich mag ihn so übelst. Boah, was ne Waffe! Dieser Hardcore-Flammenwerfer hier. Obwohl, ich habe das ja auch gemacht bei den, oh. Ich dachte, das wäre für die gut. Oppositionsfixer. Boah, wo sind diese Viecher? Man sieht die hier wirklich gar nicht. Ich sehe die. Burn, bitch!
müssen wir hin. Ja. Ich bin fast tot. Okay, ich brauche Auto-Heal-Funktionen hier, deine verstecken. Komm her! Weg mit dir, du Schwein! Pff, direkt in die Fresse, Alter. So eine Fresse wurde gegrillt. Ach nee, ich mach's nicht. Das würde dir noch mehr Leid zufügen. Ich bin tot! Direkt vor der Scheiße bin ich tot. Scheiße. Die Scheiße sichern. Doof, was ich da gerade habe. Das ist eher zum Nahkampf. Ich bin schon wieder tot. Das darf doch nicht wahr sein. Manometer. Ich habe jetzt so eine coole Auto-Heal-Funktion und bin tot. Hallo. Fick dich. Los. Okay, jetzt hier bereithalten. Zum Schießen halt ich mal erstmal. Sehr schön. Alles schön gegrillt. Wow. Okay, interessant. Ja, da sieht man schon ein paar, die sind leider gestorben. Alter. Alter. Scheißdreck! Mist, 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 Mist. Das sind die Terminator. Lad diese Kacke auf. Lad nochmal die Kacke auf. Das sind so viele. Aber die Waffe ist dafür perfekt geeignet, Leute. Jawoll! Wer ist von euch, Hässling, der Nächste? Alter, was hier abgeht. Och, fick dich. Okay, 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 okay. Sehr schön, ne?
Ja, hier, man sieht, wie der gegrillt wurde. Es hat einen Tümpel gefallen dann. Okay, jetzt müssen wir da vorne hin. Das ist echt nervend, der Junge. Der hat wirklich Nerven gehabt. Dann gehen wir hier genau, wir müssen hier den Weg hier gehen. Super. Ah, wie viele Römer, so ein paar Soldaten. Kommt mal her, ich grill euch jetzt alle. Mega leck. Komm mal her. Was für fucking Lex, Leute? Okay, da sehen wir auch unsere mega Truppen, wie die ganz schnell gehen. Geht schlafen. Gebrüßen seid ihr. Das war nicht schön, was ich gemacht habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ich da nicht rausgekommen wäre, hätte ich mich kaputt gemacht. Ich bin von denen der Wichs, den Wichser da hinten getötet worden. Mist. Das ist ja verdammt scheiße. Run, boy, run. Alter, was für Lex. Der ist weg. Spring, du Alter! Oh, bist du... Bist du doof, ne? Geht schon ab? Geht schon ab, wa? Was schießt denn da bitte? Was ist da oben, das uns gerade vergewaltigt? Da kreischt erstmal rum wie ein Mädchen. Auch schön. Manometer, was für scheiß viele Lex, Alter! Ja. Ja, jetzt, wenn ich wieder von da hinten starten muss, das wäre so kacke, Leute. Natürlich muss ich da hinten wieder starten mit Katlex! Mann, ey, ich hasse das! Oh, diese Scheiß-Dreckslex, Leute, die gehen mir so auf die Nerven. Guckt mal, wie scheiße es läuft! Kann nicht mehr gescheit spielen dann mit Kacklex. Wie will man das Spiel spielen, wenn das immer laggt, Alter? Weg. Lex!
Bam, weg mit dem erstmal. In Durchfallposition. Hört ihr das? Wie das schon alles leckt gerade. Oder das speckt alles rum. Das ist fast unmöglich zu spielen. Alter, wie will ich das denn schaffen? Weg mit dir. Das ist, ey Leute, es tut mir leid, das ist so ein Scheißdeck gerade. Das geht mir selbst so kack auf die Eier. Diese Scheiße leckt, Alter! Das ist nicht mehr normal. Wie kommt mal bei der Kacke durch? Kannst du nicht irgendwie ganz schnell das machen? Spackt das noch mehr rum, Alter. Ist doch. Weg mit dir. Dreh dich um, dreh dich bitte schnell um. Okay. Ich bin gerade so konzentriert wegen diesen Kacklecks. Da muss ich mir alles genau überlegen. Oh Mann! Irgendwas geben, diese Kacke aufzumachen. Ja. So ein Scheißdreck. Warum das so leckt, das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ich hasse es gerade, Leute. Ich kann es nicht mehr spielen. Da geht's locker. Hier, das ist so leck gerade. Aha. Ja, nee, ey. Das ist so eine Huren, so ein Scheiße, ey. Das geht mir so auf die Nerven. We're under fire.
Wow, ey, für voll. Das hilft gar nicht! Deployment Mode C, 150 Meter Grid. Let's sweep it. Jetzt gib mir Scheiße! Sind die... Oh Mann, ey, wie dumm die Entwickler da gewesen sind. Das Spiel ist so gut. Aber wirklich, hier, da verzweifle ich gerade so übelst. Warum macht die so eine Scheiße da oben? Oh, wo sind diese Schmocks, ey? Hier ist kein einziger Spaß mehr! Was hat er gerade geschossen? Schon wieder nichts. Toll, ey, seid ihr toll. Jetzt kannst du mir bitte was geben, damit ich das jetzt endlich beenden kann. Spastiker, Spastiker. Wirklich so ein Hardcore-Spastiker aller Zeiten. Pff, hab ich vergessen schon wieder, ey. Ist das scheiße. Jo, klar! Da kommt man gar nicht mehr durch! Das ist so ein Scheißspiel! Gerade das bringt meine Laune so tief in den Keller. Eine Sackgasse, ey. Eine fette Sackgasse. Jetzt bitte beenden wir die Scheiße ganz schnell. Dreh die Kacke um. Da fliegen die schon, die Ausländer. Nee, Spaß. Jetzt komm. Ey, das Spiel an sich macht mir gerade. Macht die weniger mir. Es macht mich weniger sauer. Als statt die Lecks. Diese Lecks sind gerade unglaublich. Deponieren Sie am Geschützturm C4. Da oben. Okay. Okay, okay, mach ich. Aber bitte, mach beeil dich schon ein bisschen. Geht ja nicht mit Lex. Geht ja wirklich nicht mit Lex, Alter. Wie fliegt der denn, Alter? Der läuft und... Ey! Ja, da, ich
Fleisch! Alter, was denn holen so ein Spiel gerade? Du läufst mit Lex, Alter! Oh, so ein Scheißdreck. Ey, wenn ich jetzt da auch noch runterfalle. Weißt du was? Fick dich einfach. Fick deine Mutter. Fick deine Scheiß-Generation. Warum leckt es? Ich habe 4 GB RAM, Intel Core i5 Prozessor. Trotzdem macht es einfach so ein Scheiß. Das ist doch, ey, das ist doch jetzt so eine unlogische Scheiße. Die können nicht mehr anständig programmieren. Was sind das denn für verbuggte Treppen? Jetzt bitte platzier die Kacke und spring da einfach runter. Beschützen Sie Dr. Cole, jetzt wieder eine Schießerei. Mit Lex ist es unmöglich. Das sind viel zu viele. Das kriegt man nicht hin. Das sind viel zu viele Menschen gerade hier. Und so krass übertriebene Lags. Ey, ich wünschte, ich konnte nicht die FPS sagen. Es muss nur allerhöchstens 1-2 FPS sein. Geil, das Sound ist auch weg. Ey Leute, wartet. Ich warte erstmal, bis wir jetzt ins nächste Safe Game. Und dann mach ich Spiel laden, dann geht's besser. Nee, mach nochmal schnell sofort Spiel laden. Ja, jetzt hört man's besser. Aber es steckt trotzdem. Was? Egal. Ich mach Bände erstmal in Parts. Bis gleich.